Horoskop für heute, Zwillinge, 16. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der Mond bewegt sich heute in das Zeichen hinter Ihrem, was auf ein allgemeines Bedürfnis hindeutet, sich zu entgiften, zu entspannen und eine Pause von wettbewerbsorientierten und anspruchsvollen Situationen einzulegen. Dennoch bildet Ihr Herrscher Merkur einen kleinen, aber angespannten Aspekt mit Pluto, und Sie neigen heute früh dazu, tiefgründig oder ernsthaft nachzudenken. Antworten, die zu einfach oder oberflächlich erscheinen, sind unbefriedigend. Achten Sie auf eine Tendenz, sich mit Problembereichen zu beschäftigen. Versuchen Sie, die Leidenschaft zu nutzen und sie auf eine lohnende Sache oder etwas zu lenken, das Ihnen wirklich hilft. Sie versuchen vielleicht, die Grenzen zu überschreiten, was eine gute Sache sein kann, wenn Sie etwas weiterbringen möchten, aber ziehen Sie die Grenze, wenn Sie übermäßig misstrauische Gedanken hegen. Sie haben Besseres zu tun. Später am Tag kann es befriedigend sein, zu recherchieren, zu bearbeiten oder anderweitig geschäftliche, gesundheitliche und finanzielle Angelegenheiten durchzugehen. Die Zusammenarbeit mit anderen, um eine positive Veränderung herbeizuführen, kann gut funktionieren. Eine neue Veränderung flüstert Ihnen zu. Bald wird ein Vollmond in Ihrem Solarhaus erscheinen und in den kommenden Tagen nachhallen. Nutzen Sie diese Zeit, um auf Ihre Träume, Ihr Unterbewusstsein und Ihre Intuition zu hören. In Bezug auf Ihr Privat- und Liebesleben kann es zu einer tiefgreifenden Offenbarung kommen. Sich auf Privatsphäre und Ruhe zu konzentrieren, kann zu diesem Zeitpunkt von größter Bedeutung sein. Nostalgie und Situationen aus der Vergangenheit können ebenfalls aus dem Nichts auftauchen und Sie müssen sich damit auseinandersetzen, insbesondere in Bezug darauf, wie Sie Ihr Liebesleben aufgebaut haben. Vielleicht haben Sie jetzt die Chance, zu heilen, zu reinigen, einen Abschluss zu finden und etwas Schmerzhaftes ein für allemal loszulassen. Bleiben Sie heute für sich. Sie könnten sich bei der Arbeit stark introvertiert fühlen, da der Mond in den Stier, seine Erhöhung, eintritt. Es gibt vielleicht keinen offensichtlichen Grund dafür, warum Sie heute introspektiver sind. Es könnte später klar werden, da der Mond im Sextil zu Saturn im rückläufigen Fische steht. So sehr Sie sich auch bemühen, Ihre Kollegen könnten Sie ins Rampenlicht rücken, was dazu führt, dass Sie mehr Aufmerksamkeit als sonst erhalten. Sie werden dankbar sein, dass Sie sich etwas Zeit genommen haben, um sich zu entspannen, bevor Sie im beruflichen Rampenlicht standen. Die heutige Atmosphäre scheint die Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Genießen Sie dieses Gefühl der ausgedehnten Fürsorge in vollen Zügen. Beginnen Sie damit, Ihren Kreislauf mit einer Art Aerobikübung in Schwung zu bringen. Dann gönnen Sie sich ein Abendessen mit Bioprodukten, angebaut und verzehrt mit der bewussten Absicht, nicht nur den Körper, sondern auch die Seele zu nähren. Sie haben die natürliche Fähigkeit, diese positiven Energien anzuzapfen, und die Planeten betonen ihre idealistische Perspektive. Willkommen zu einem freundlichen Tag. Gesellschaftliche Zusammenkünfte und Öffentlichkeitsarbeit werden durch diese Schwingung stark begünstigt. Wenn Sie für heute Dinge wie Besprechungen auf Ihrer Agenda haben, zögern Sie nicht, denn Sie werden in Bestform sein, wenn Sie rechtzeitig planen. Mit dieser Essenz kann es schwieriger sein, einen Fokus zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Erstellen Sie also Listen mit den Dingen, die Sie ansprechen oder in Angriff nehmen müssen. Dieses Tool wird Ihnen sehr dabei helfen, auf Kurs zu bleiben und die Energie des Tages optimal zu nutzen. Planen Sie auf jeden Fall später etwas Spaß ein. Obwohl dies ein gewöhnlicher monatlicher Besuch war, beendet der Mond seinen Besuch in Ihrem Freundschaftssektor, nachdem er die letzten Tage in positiver Ausrichtung mit Merkur, dem Planeten der Kommunikation in Ihrem Beziehungssektor, und Mars, dem Kriegerplaneten des Kosmos in Ihrem Kommunikationssektor verbracht hat. Da beide vor retrograden Wendungen, die Sie für den Rest des Jahres hier halten werden, langsamer werden, geht damit etwas zu Ende, das mehr als nur ein paar positive Tage an den Fronten von Kommunikation, Freundschaft und Beziehung waren. Dies war ein Einblick, wie diese Planeten für den Rest des Jahres weiterhin als Team zusammenarbeiten werden. Wenn der Mond heute Ihren Freundschaftssektor verlässt, werden Sie sich nicht nur emotional stärker engagiert und verbunden fühlen, sondern auch, weil die Planeten an der Kommunikations- und Beziehungsfront jetzt enger ausgerichtet sind. Für Merkur, den Planeten der Kommunikation, in seinen frühen Tagen allein in Ihrem Beziehungssektor und für Mars,
10 Tage nach seiner Rückkehr in ihrem Kommunikationssektor, war dies eine Chance, die Dinge in Gang zu bringen. Täglicher Planetenüberblick. Der heutige Tag bringt eine einzigartige Mischung aus Motivation und Widerwillen, da der Mond im ruhigen Stier im Quadrat zum energischen Mars im kühnen Löwen steht. Einerseits gibt es einen Teil von Ihnen, der den Antrieb verspürt, Dinge zu erledigen, Aufgaben anzugehen, Besorgungen zu machen oder sich in die To-Do-Liste zu stürzen. Aber auf der anderen Seite spüren Sie vielleicht diesen hartnäckigen Widerstand, einen trägen Drang, es sich gemütlich zu machen und sich ablenken zu lassen, sei es, dass Sie durch Ihr Telefon scrollen oder einfach noch ein bisschen länger im Bett bleiben. Wenn Sie dieses innere Tauziehen spüren, wissen Sie, dass Sie nicht allein sind. Wir alle kennen diese Tage, an denen wir produktiv sein wollen, aber unsere Motivation fehlt. Manchmal ist der schwierigste Schritt der erste, aufzustehen, anzufangen oder einfach nur die Füße auf den Boden zu stellen. Aber vertrauen Sie darauf, dass Sie, wenn Sie es geschafft haben, wahrscheinlich den Funken Produktivität auf der anderen Seite finden werden. Wenn Sie anfangen, selbst wenn es nur ein kleiner Schritt ist, können Sie dieses faule Gefühl abschütteln und ein Erfolgserlebnis erleben. Heute ist die Energie auch ideal, um Ihre Konzentration sinnvoll einzusetzen. Wenn Sie diesen anfänglichen Widerstand überwunden haben, versuchen Sie, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Überlegen Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist, was Ihrem Leben einen Mehrwert verleiht und welche Aufgaben Sie Ihren Zielen näher bringen. Betrachten Sie es als einen mentalen Neustart. Die Erkenntnisse von heute können Ihnen dabei helfen, Ihre Prioritäten zu ordnen, sodass Sie auch dann, wenn es hektischer wird oder Ablenkungen auftreten, eine solide Grundlage haben, um voranzukommen. Indem Sie darüber nachdenken, was wichtig ist, bauen Sie Widerstandsfähigkeit für die Zukunft auf. Konzentration ist zwar gut, aber ein wenig Geduld kann sehr hilfreich sein. Mit Mars im Spiel besteht die Möglichkeit, dass Spannungen aufkommen, insbesondere wenn die Dinge nicht so schnell vorangehen, wie Sie möchten, oder wenn Diskussionen hitzig werden. Wenn Sie sich in einer Debatte befinden oder versucht sind, mit einer starken Meinung dazwischen zu reden, atmen Sie tief durch. Betrachten Sie dies als eine Gelegenheit, ruhige und besonnene Kommunikation zu üben. Manchmal kann ein wenig Zurückhaltung, ein kühler Kopf und eine sorgfältige Wortwahl Missverständnisse verhindern und dafür sorgen, dass alles auf Kurs bleibt. Körperliche Betätigung kann auch eine fantastische Möglichkeit sein, angestaute Energie oder Frustration abzubauen, die durch das Auf und Ab des Tages entstehen können. Ein kurzer Spaziergang, ein Lauf oder sogar ein paar Minuten Stretching können helfen, den Kopf frei zu bekommen und es einfacher machen, das Gleichgewicht zu halten. Denken Sie auch daran, ausreichend zu trinken, besonders wenn Sie sich unruhig fühlen. Wenn Sie sich um Ihren Körper kümmern, bleiben Sie geerdet, während Sie Ihre Aufgaben erledigen. Und während Sie all diese verschiedenen Energien ausbalancieren, denken Sie daran, sich auch etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Es passiert leicht, dass wir uns so sehr auf die Produktivität und die Bedürfnisse anderer konzentrieren, dass wir unsere eigenen vergessen. Gönnen Sie sich eine nahrhafte Mahlzeit oder nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um einfach durchzuatmen und zu entspannen. Sich um sich selbst zu kümmern ist kein Luxus, es ist wichtig, um Ihre Energie stabil und Ihren Geist klar zu halten. Ein weiterer Punkt, den Sie heute berücksichtigen sollten, ist ein wenig Selbstbewusstsein in Ihren Interaktionen. Unter diesem kosmischen Einfluss bemerken Sie vielleicht, dass Sie sich besonders für Ihre Ideen oder Ziele begeistern. Es ist wunderbar, Leidenschaft zu haben, aber es ist ebenso wichtig, offen für die Beiträge anderer zu bleiben. Waren Sie schon einmal in einem Gespräch, in dem Sie so aufgeregt waren, Ihre Gedanken mitzuteilen, dass Sie vergessen haben, innezuhalten und zuzuhören? Heute kann es Ihre Superkraft sein, diese Tendenz zu bemerken. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein ruhiger Beobachter, jemand, der aufmerksam zuhört und alle Perspektiven wertschätzt. Mit diesem Ansatz schaffen Sie Raum für ausgewogenere und bereicherndere Gespräche. Wenn wir offen zuhören, laden wir andere ein, Erkenntnisse zu teilen, an die wir allein vielleicht nicht gedacht hätten. Manchmal kommt die wertvollste Weisheit aus unerwarteten Quellen, und wenn man für die Standpunkte anderer offen ist, kann das zu Durchbrüchen und tieferen Verbindungen führen. Ich möchte Sie ermutigen, im Laufe des Tages darüber nachzudenken, wie Sie Ihre eigenen Bedürfnisse mit denen anderer in Einklang bringen.
Haben Sie Momente erlebt, in denen es in einem Gespräch den Unterschied gemacht hat, sich diese zusätzliche Sekunde Zeit zum Innehalten und Durchatmen zu nehmen? Oder vielleicht eine Situation, in der Sie durch das Überwinden anfänglicher Widerstände etwas erreicht haben, auf das Sie stolz sind? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Ihre Erkenntnisse könnten bei anderen Anklang finden und uns alle daran erinnern, dass wir diese Reise gemeinsam antreten. Lassen Sie uns die Energie des heutigen Tages als Chance nutzen, um Gleichgewicht zu finden, Verständnis zu fördern und zielstrebig voranzukommen. Der Kosmos unterstützt uns dabei, uns einzustimmen, zuzuhören und jeden Schritt bewusst zu unternehmen. Machen wir den heutigen Tag zu einem Tag des Wachstums, der Einsicht und der positiven Dynamik.